Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arkwend. Und wie ich schon erwähnt hatte, bin ich jetzt hier bis zum Kloster Ion gelaufen. Und was mir gerade auffällt, ist gerade ein bisschen dunkel. Ich hatte die 7-Meilen-Stiefel noch an. So, wir haben jetzt allerdings noch nicht 30 Kobold heute. Ich hoffe allerdings, dass jetzt hier unten auch wieder oder sonst irgendwo, dass wir da nochmal auf ein paar Kobolde noch treffen werden, dass wir das eben schnell noch vervollständigen können. Wo ging es hier zum Beispiel nochmal runter? Zum Beispiel war das hier hinten lang. Doch nicht hinten lang, hier irgendwo lang. Also die 7-Meilen-Stiefel sind schon praktisch. Hier ging es auf jeden Fall runter. Ja, gehen wir mal nicht auf die Nerven hier. Und schauen wir mal, ob wir da unten dann nochmal irgendwie irgendwas sehen, irgendwen sehen. So, hier war nur diese eine Leiche wieder. Und jetzt gibt es doch hier bestimmt wieder Kobolde, oder nicht? Weil wenn nicht, wäre das sehr schade. Dann habe ich nämlich den Weg bis hierhin auf jeden Fall umsonst gemacht. Da oben steht noch so eine Ziege rum. Ich fürchte, ich habe mir den Weg umsonst gemacht. Ich kann natürlich hier nochmal in der Richtung ein bisschen gucken. Wir mussten doch sowieso noch was im großen Gebirge machen, oder nicht? Die Erze Stormlands, war das im... Kürzlich wurde seine Karawane im großen Gebirge überfallen. Und dafür bekommen wir dann ein Schwert. In dem Gebiet waren wir, glaube ich, sowieso noch nicht, oder doch? Doch, hier waren wir schon. Nee, keine Notizen. Ich kann mich hier irgendwie schon wieder gar nicht mehr so dran erinnern. Ihr müsst es mir übrigens mal in die Kommentare schreiben. Ob das okay ist, wenn ich so die 7-Meilen-Stiefel mal so ein paar Mal benutze. Weil euch wird das Bild ja doch recht dunkel. Somit hier waren wir jetzt schon. Hier links waren wir allerdings noch nicht. Hier links irgendwo, wo man denn hier links mal abbiegen könnte. Jetzt sind wir auch schon wieder nicht mehr im Gebirge. Das ist sowieso komplett falsch. Jetzt machen wir auch eben noch das mit dem Erz. Das suchen wir jetzt. Auf der anderen Seite kann ich sowieso nichts mehr tragen. Ich glaube, wir gehen erst nochmal ins Kloster rein und verkaufen da was. Das erscheint mir sowieso die beste Möglichkeit zu sein. Dafür musste ich ja hier lang. Was war eigentlich da oben mal? Da könnten wir auch mal hingehen, falls ich rausfinde, wie man da hinkommt. So, hier sind wir wieder beim Kloster. Ach, ist auch wieder schön, wenn ich schon mal 3 Minuten der Aufnahme so ein bisschen vertrödelt habe. Und mit den 7-Meilen-Stiefeln geht das sehr gut mit dem Weg. Oben ist ja auch noch so eine Brücke, oder war es die Brücke zum Kloster? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder beim Kloster, können also eben schnell mal verkaufen. Und zwar verkaufen konnte man hier. So, jetzt mache ich auch wieder Licht an. Magna. 800 hat die nur, das ist doch schon wieder nicht mehr wahr. Kann ich auch wenigstens die Bücher schon mal loswerden. Und ein paar von den Herzen noch. Wie viel wiegt nochmal eins in Erzbrocken? Zu viel wahrscheinlich. In dem Fall. Ja, was mache ich denn in dem Fall? Den verlagere ich einfach nur ein bisschen Zeug zwischen. Knochenhalsch kann eigentlich sowieso weg. Damit habe ich doch schon wieder genug Platz zur Verfügung. Was mir gerade auch einfällt, ich kann mal im Tagebuch eben gucken.
stand hier, wohin das gehen sollte. Nee. Nee, das stimmt leider nicht. Aber hatten wir nicht auch schon auf dem Weg nach Stormwind mal sowas gesehen gehabt? Sowas, was so ein Überfallpunkt hätte sein können. So, wer stört hoffentlich einen Kobold? Ja, sehr gut. Wenn du jetzt noch eine Haut hast, ne, hast du natürlich nicht. Ach, so ein Stress. Ich könnte natürlich auch einfach mal hier eben ein bisschen was mitnehmen. Ich habe keine Spitzhacke. Ach, die muss ich erst wieder auspacken. Auspacken. Werkzeug. Spitzhacke. Ja, das war schon wieder zu viel, aber das sagt mir auch. Ich kann eigentlich gar keine 10 Erzbrocken schleppen. Das heißt, ich müsste noch mehr hier lassen. Naja, ein Brocken wäre dann zu viel. Na gut, gucken wir dann mal, wie ich das genau mache. Irgendwann wird mir das schon einfallen. Na gut, wahrscheinlich nicht, aber wir verschieben das auf jeden Fall auf später. Hier waren nur ein paar Goblins, aber hiernach kam noch irgendwie so ein kaputter Wagen, oder nicht? Und das könnte doch die Lieferung sein. Was war hier zum Beispiel? Eine Kiste mit Erzbrocken. So, wir wollen nur 10 haben. Aber dafür tragen wir jetzt schon wieder zu viel mit uns rum. Ach komm, was soll das denn? Lass mal die Herzen hier. Ja, lass mal alle Herzen hier. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch der richtige Wagen war. Ja, mit den Koboldhäuten haben wir jetzt noch nicht gemacht. Aber kommt noch, würde ich sagen. Und wieso ist hier eigentlich eine Jagdrune, die ich nicht aktiviert habe? Schlösser und Fallen wirst du leichter knacken. Sehr schön. Akrobatik verbessert sich auch nochmal. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast in Stormwind, aber ich beschleunige das Video nochmal, bis wir dann in Stormwind sind. So, damit wären wir wieder zurück hier in Stormwind. Also muss ich nochmal eben gucken, wer uns eigentlich diesen Auftrag gegeben hatte. Das Erstlieferant für die Schmiede in Stormwind, ja gut, dann weiß ich ja wohl, wo wir den finden werden. Und ich hoffe, wir kriegen dafür auch ein gutes Schwert. Und nicht irgend so Mist. War ich eigentlich schon in der Taverne drin? Ich weiß das gar nicht mehr. In einer Taverne waren wir hier drin. Und wer war das jetzt? Jetzt gucke ich eben nochmal nach. Krem. Das ist Merre? Nee. Das ist Kirim. Gibt es hier auch einen Krem? Gut, hier ist jetzt sowieso nachts nie jemand. Warten wir mal 11 Stunden, dann ist 8 Uhr morgens. Hier ist nur Prem.
Ich überlege, ob ich die Stahlrib-Sachen nicht jetzt einfach verkaufen sollte. Ich meine, warum nicht? Dann feilschen wir noch zusätzlich ein bisschen mit dem. Der nimmt das ja gerne, auch zu hohem Preis. Na, ein bisschen mehr geht jetzt schon noch. Warum können wir das eigentlich nicht einfach eingeben? Das wäre so viel einfacher. Aber gut. Ja, komm, lass uns einfach mal so. Ach, hat er sich auch gleich angezogen, der Gute. Naja, warum nicht? Wo hatte ich den Typen jetzt hergefunden? Wo war der? Achso, kann ich eigentlich noch Rohgold und so an den verkaufen hier? Ja, das kann ich auf jeden Fall. Ja, 100 müssen da sogar schon drin sein, oder? Komm, 100, nimm an. Los. Danke. Viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 19.000. Das ist schon mal nicht schlecht. Ach, das war. Wo hatte ich den denn gefunden gehabt? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Krem aus Stormwind. Krem. Könnte ich vielleicht irgendwie Erzlieferung oder so? Nee. Lieferung? Vielleicht nur Lieferung L? Nee, für L haben wir gar kein Thema. Aufgabe? Nein. Helfen? Nein. Ich kann nicht einfach mal alle Buchstaben durchgehen, das braucht nur ewig. Jetzt C gibt sowieso nichts, war ja klar. E. Ach, ich hab doch keine Ahnung, wo ich den her hatte. Nun gut. Nach diesem Laden gibt es ja auch noch. Ich überlege, ob ich den kaufen sollte, nur um zu wissen, was dann passiert. Brauche ich aber erstmal Geld. Also, auf zum Gemischtwarenhändler. Ja, genau das macht Zahnpasta. Der hat voll den Durchblick. Ich glaube, das Ding kann ich gut verkaufen. Ja, für alles, was du hast, danke. Dafür muss ich noch nicht mal lange rumfeilschen, schnell nimmt das sofort an. Der Ring gefiel mir irgendwie nicht so. Oder das Amulett, was auch immer, gefiel mir nicht so wegen dem Rüstungsauflösen noch. Und zum Beschwören haben wir theoretisch gesehen noch den Skelettbeschwörer. So, ich speichere vorher. Und dann habe ich vielleicht Interesse an diesem Laden. So, was habe ich jetzt davon? Welchen Laden habe ich jetzt überhaupt gekauft? Den hier? Ja, Schlüssel für den Laden. Und hier könnte ich jetzt theoretisch gesehen den Laden öffnen. Okay, was bringt mir das jetzt genau? Jetzt ist der Laden geschlossen. Hier gibt es auch nur einen Ausgang. Keine Ahnung. Kann ich theoretisch gesehen hier was reinlegen und das verkaufen? Hat das überhaupt irgendeinen Sinn? Ah, so läuft der Hase also. Interessant, bringt nicht viel, aber interessant. Elixier kann ich loswerden. Magie festigen brauche ich auch nicht unbedingt. Blitzresistenz lassen wir noch mal.
So, was könnte ich denn sonst nochmal loswerden wollen? Ja, den Seelenstein behalten wir. Meine Güte, habe ich schon mehr viele Wettrim-Runen. Zwei von den Lorum-Runen noch, so. Ne, Moment. Das war jetzt dumm. Nehmen wir 240. Los, du willst doch annehmen. Gut, du willst es nicht annehmen, ich sehe es schon. Irgendwie, keine Ahnung. Kommt jetzt immer ein anderer Typ rein, den ich theoretisch was verkaufen kann, oder wie? Ja, anscheinend. Ja, das hat ja viel gebracht. Oh, Leim hat man einfach mal geöffnet. Interessiert ja sowieso keinen, was mit dem jetzt los ist. Ja, den habe ich schon, weißt du das? So, Moment, was war jetzt nochmal die andere Sache in der Taverne? Ach ja, stimmt, hier kam ich gar nicht rein. Es sei denn, ich könnte das aufschließen. Aber das kann ich leider nicht. Ah, hier stand der doch rum mit der Erzlieferung. Du warst das, genau du. Rohstoffe, natürlich. Da seid ihr ja wieder, Smaunt. Wart ihr in der Lage, mir die Ärzte wieder zu besorgen? Ja, hier nehmt. Sehr gut. Ein Claymore, das ist beidhändig, ne? Oh. Könnte ich natürlich auch benutzen. Macht mehr Schaden und so. Ich kann es auch theoretisch einfach verkaufen. Vielleicht kriege ich dafür was anderes Gutes. Und ich überziehe die Zeit schon wieder, glaube ich. Ich habe aber keine Ahnung, dass ich das Video beschleunigt habe. Komm mal her. Hier, die Sachen waren alle ziemlich teuer. Und bringen mir auch nicht so viel. Erstmal möchte ich nur Waffen, aber der hat sowieso nur Waffen. Ja, ich glaube. Die nordischen Waffen brauche ich nicht. Was ich ja eigentlich hätte gerne, wäre sowas hier. Es ist natürlich wert zu teuer. Na gut. Behalte ich dann das Claymore? Auf der einen Seite, das Claymore wird ziemlich schnell kaputt gehen mit einem Zustand von 100. Wiegt aber auch nicht so viel. Ich glaube, ich behalte nur das Claymore. Verkauf die Rickling-Klinge aber noch nicht. Ja, das ist doch ganz nett. Was haben wir jetzt eigentlich noch sonst so für Aufgaben? Jägergilde, Blüten der Wache habe ich immer noch. Ja gut, stimmt, das ging ja nie weg. Ja, sonst werde ich mich am ehesten wieder um die Jägergilde kümmern. Oder aber, das wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. Wir reisen nochmal mit dem Zug weit. Man konnte ja mit den Zwergenleuten noch weiterreisen und gucken uns das nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht gibt es ja noch ein paar interessante Sachen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal beim nächsten Mal. Ich werde noch offscreen bis zur Haltestelle hier laufen. Und dann sehen wir uns da beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin euch noch einen schönen Tag und ciao.